Hallo, meine Lieben, und willkommen zu einem neuen Vlog von uns. Ich dachte, ich nehme die Kamera mal wieder in die Hand und vlogge ein bisschen was für euch. Genau, ich habe mich jetzt gerade angezogen und fertig gemacht und wollte jetzt einkaufen gehen. Wir haben Wochenende, es ist Donnerstag. Also es geht ans Wochenende zu, aufs Wochenende zu. Und deswegen wollten wir einkaufen. Wir brauchen noch so ein paar Sachen. Und das machen wir jetzt. Ich muss jetzt die Kleine noch schnell anziehen. Und dann geht's auch schon los. Und dann wollte ich noch eben zur Post. Und dann steht eigentlich der ganze normale Haushalt an. Wir haben es jetzt ungefähr 10 Uhr, würde ich jetzt mal so schätzen. Eins, zwei, drei. Ja, weiter. Eins. So süß die Maus. Genau, das steht also heute auf dem Plan. Ich habe danach noch ein bisschen was zu Hause zu tun. Aber ich denke, wir werden heute wieder viel im Garten sein, weil es wieder so warm wird. Gestern war es schon so warm. So. Ich habe hier schon was rausgelegt. Einmal so ein Body und ein süßes Kleidchen. Ziehe ich der Kleine jetzt an. Einmal Body aus, ne? So, Body sitzt. Jetzt mal schnell das Kleidchen, ne, mein Schatz? Das ist der dreckige Body, ne? Komm gleich in die Wäschehase. So. Und zack. Zack, 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 zack. So. Ja, vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. So. Zack. Fertig. Warte, noch schnell die Knöpfe. So, guck mal. Oh, schick, mein Schatz, schick, guck mal. Wow, hey. So, wollen wir den noch einen Zopf machen? Fertig ist die Maus. Schaut mal hier. Oh, das kleine Zöpfchen. So süß. Ja. Wollen wir jetzt los, mein Schatz? Ja, das sind deine Zopfgummis, ne? Zeig mal. Zopfgummis. Genau, ich habe eben so ein Hotpan an. Habe mir aber noch so ein Jeanshemd übergezogen. Ja, ich weiß nicht ganz genau, wie warm es draußen ist. So, komm, mein Schatz, willst du Mamas an? So, meine Lieben, nach einer kurzen, aufgeregten Session mit Hund suchen, weil er leider beim Gassigehen meiner Schwester abgehauen ist. Und ich mit dem Auto dann erstmal quer durchs Dorf fahren musste, um den Hund zu suchen, sind wir jetzt endlich auf dem Weg zum Einkaufen. Genau. Hinten ist mein Zopf wieder aufgegangen. Voll uncool, weil es hängt da so eine Strähne drauf. Aber egal. So, wir sind jetzt auf jeden Fall auf dem Weg. Wir haben es genau 10 Uhr jetzt gerade. Und ich hoffe, ich bin so gegen 10:30 wieder da. Und dann wollte ich gleich schnell den Pool komplett leer machen. Leider ist der nämlich durch den Urlaub meiner Eltern, ist das Wasser umgekippt. Also der ist halt grün gewesen, deswegen haben wir ihn einmal komplett abgelassen. Und jetzt wollten wir ihn wieder auffüllen. Das machen wir dann gleich, wenn ich wieder da bin. Und dann habe ich für Lia auch noch so einen kleinen Mini-Pool gekauft. Und den wollte ich dann auch gleich nochmal so ein bisschen Wasser reinmachen, dass sie da einfach ein bisschen planschen kann. Dachte ich, passt ganz gut. Genau, und das machen wir dann gleich, wenn wir wieder zu Hause sind. Da müssen wir überlegen, was wir essen. Haben wir da noch gar keinen Kopf gemacht. Zum Einkaufen, ne? Mein Schatz? Jetzt brauchen wir noch Milch. Milch, Milch, Milch. Ja. Gleich
schnell nach Hause, weil wir haben Eis dabei, ne? Müssen wir schnell nach Hause, mein Schatz. Okay? Ah ja, gib her. Guck mal. So, Rewe ist geschafft. Es ist so warm, Leute, ey. Boah. Genau, Rewe ist geschafft. Ich fahre jetzt noch kurz hier zu so einem Sonderpostenladen. Da heißt Thomas Phillips bei uns. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es den bei euch auch. Da gibt es all mögliches und das richtig günstig, so ein bisschen wie Action, nur anders. Genau, da fahre ich jetzt hin, da kaufe ich immer Briefumschläge für meine Handmade-Seite. Wenn ich handgemachte Sachen verkaufe, dann kaufe ich da immer die Briefumschläge, um das zu verschicken. Und da brauche ich jetzt neue, deswegen wollte ich da kurz noch hin und die haben gerade Capri-Sonne im Angebot. Für 2 Euro und da kann man nicht Nein sagen und ich liebe es, eisgekühlte Capri-Sonne bei dem Wetter. Und deswegen fahre ich da jetzt eben noch kurz hin, hole das beides. Ich hoffe, ich kaufe wirklich nur das beides, weil da gibt es auch Deko und so ein Zeug. Das ist immer ganz, ganz schlimm. Aber genau, danach geht es dann ab direkt nach Hause und ab in den Pool für uns, weil ich bin, wie gesagt, echt, es ist so warm und ich möchte einfach nur ins Wasser. So, es ist doch ein bisschen mehr geworden. Ich habe noch einen Wäschekorb mitgenommen für unser Ankleidezimmer. Ja, mein Schatz. Und Capri-Sonne natürlich. Ganz viel Capri-Sonne, Hase. So, Briefumschläge habe ich auch. Und noch mehr Capri-Sonne. Mein Lieblingssorten waren leider ausverkauft, aber. Gut, ist dann so. Jetzt geht's nach Haus. So, ich bin wieder zu Hause. Hier steht gerade im Küchenschrank. Bisschen hoch hier. Ich muss auf Zehenspitzen stellen. So, mein Zopf ist eine völlige Katastrophe, aber ist völlig egal. Es ist so heiß draußen, ey. Man will am liebsten die ganze Zeit nur drin bleiben, weil wir hier angenehme 18 Grad haben. Das ist schön. Ja, wird es sogar schon ein bisschen kalt hier, wenn man so. Ja, aber egal. Ich wollte euch eben zeigen, was wir alles gekauft haben, was ich alles mitgenommen habe. So ein kleiner Mini-Food-Haul. Ich habe noch Cola mitgenommen, die ist noch im Auto und eine Wassermelone, die ist auch noch im Auto. Aber sonst so den ganzen Kleinkram wollte ich euch eben kurz zeigen. Das ist jetzt kein Wocheneinkauf, sondern es ist ein Wochenendeinkauf. Das heißt, ich gehe immer montags einkaufen, da kaufe ich immer den kompletten Wocheneinkauf ein. Und Freitag oder Donnerstag kaufe ich immer noch der Rest, der sozusagen für die Woche fehlt. Und ja, so kleine Sachen, wo man halt eben Lust drauf hat. Oder Sachen, die eben fehlen, wie gesagt. Und das ist jetzt so ein Einkauf, Sachen, die fehlen. Oder zum Beispiel Obst und Gemüse, das kaufe ich immer montags und dann eben am Wochenende nochmal frisch. Und genau, das wollte ich euch jetzt eben zeigen, nur dass ihr nicht denkt, das ist jetzt ein kompletter Wocheneinkauf. Genau, einmal habe ich mitgenommen, die habe ich am Montag neu entdeckt und fand den so lecker, musste ich jetzt nochmal mitnehmen. Und zwar so Götterspeise-Joghurt mit Vanillesoße. Die sind so mega lecker, da habe ich jetzt auch direkt 3 Stücke mitgenommen. Die kosten 70 Cent und die sind von Dr. Oetker direkt. Und ich habe schon ganz, ganz viele probiert von anderen Marken und die haben mir alle nicht geschmeckt, weil die alle so künstlich geschmeckt haben. Und dieser schmeckt richtig gut. Die werden jetzt auch locker bis übernächste Woche noch reichen. Ich wollte jetzt einfach nur welche da haben, falls ich wieder Lust darauf habe. Genau, dann habe ich einmal Erdnussflips mitgenommen fürs Wochenende. Felix hat gestern gesagt, er möchte mal wieder was zum Knabbern haben. Dann habe ich diese hier mitgenommen. Die waren jetzt bei uns im Angebot. Das sind so kleine Cracker. Und dazu habe ich Kräuterquark mitgenommen. Und wir essen das immer ganz gern zusammen. So abends mal vor dem Fernseher als Snack. Oder jetzt werde ich auch gleich eine kleine Schüssel fertig machen für die Kleine und mich draußen. Einfach so ein kleiner Snack. Ist immer ganz schön mit diesen Crackern. Und die waren ja sowieso im Angebot. Dann habe ich Eis mitgenommen. Genau, das habe ich schon eingefroren. Einmal so ein Stieleis und einmal so eine Packung. Genau, das habe ich schon eingefroren. Dann waren die Haribos bei uns im Angebot für 50 Cent. Und da habe ich einfach Felix hier die Cola mitgenommen. Er liebt die.
Und dann habe ich für mich noch die Erdbeeren mitgenommen. Und die Pfirsiche mitgenommen. Die Haribos kaufen wir nur, wenn sie im Angebot sind. Und das ist bei uns einmal im Monat der Fall. Und deswegen kaufe ich die immer nur dann. Und deswegen habe ich jetzt auch 3 Packungen mitgenommen. Genau, weil sie einfach im Angebot waren. Und da kann man dann auch mal zuschlagen, wenn die fast um 50% reduziert sind. Genau, dann das letzte ungesunde Teil. Einmal diese Chips, die habe ich letztes Mal im Angebot gekauft. Letzte Woche waren die bei uns im Angebot. Und die waren so lecker, jetzt musste ich sie nochmal kaufen, obwohl sie nicht im Angebot sind. Eigentlich kaufe ich sowas immer alles nur im Angebot. Aber ich musste sie jetzt nochmal kaufen fürs Wochenende. So, dann habe ich noch Wassereis mitgenommen. Das werde ich jetzt auch gleich direkt einfrieren. Ich wollte es jetzt nur eben nochmal zeigen. Und einmal diese Brötchen fürs Wochenende. Das sind so Meerkornbrötchen. Genau, die backen wir mal selber auf. Finden wir mal ganz gut. Dann habe ich einmal Putenzwiebeln mitgenommen. Die waren 30% reduziert. Da schlage ich den immer ganz gern zu. Einmal Käse für Felix. Sein Käse war jetzt leer. Da habe ich am Montag nämlich nichts gekauft, weil er von letzter Woche noch was hatte. Und jetzt ist er aber leer gewesen. Deswegen habe ich mir was Neues mitgebracht. Ich habe für mich einmal Salami mitgenommen. Die war auch leer. Dann kamen noch 2 Möhren mit. Die essen wir auch sehr, sehr gerne mit dem Kräuterquark. Da schneide ich sie immer ein bisschen klein. Dann essen wir die auch sehr, sehr gerne so mal als Snack. Dann habe ich auch noch diesen Schinken hier mitgenommen. Das ist Hähnchenfilet, hauchzart. Und der ist eigentlich extrem teuer, weil der halt so hauchzart ist. Jetzt waren wir aber 30% reduziert. Da dachte ich, komm, nimm den doch mal mit. Und dann kam noch ein Apfel mit. Die kaufe ich immer auch so einzeln, nicht in einem großen Sack, weil wir davon vielleicht 3 die Woche essen und der Rest wird dann immer schlecht. Und deswegen kaufe ich die immer einzeln. Und da habe ich jetzt hier den einen mitgenommen und einen habe ich noch von Montag da. Montag habe ich mir ein paar mehr gekauft. Und da habe ich noch einen da. Ich wollte aber fürs Wochenende sicher gehen, dass ich dann mindestens 2 habe. So, und dann kamen noch diese Weintrauben mit. Die waren jetzt auch bei uns im Angebot. Ich esse nur diese Weintrauben kernlos und nur diese von Rewe. Nicht in der Plastikverpackung oder so, weil ich mag das nicht, wenn die so matschig sind und halt mit Kernen. Das mögen wir nicht. Und deswegen kaufe ich nur die. Und die waren jetzt auch im Angebot voll gut. Und genau, da hat Lia vorhin beim Einkaufen schon die ganze Zeit genascht. Die kleine Maus. Genau, das war's auch eigentlich. Ach, nee, außer ich habe noch einmal diesen Curry-Ketchup wieder mitgenommen. Der war jetzt bei uns leer, der hat jetzt 3 Monate gehalten. Voll krass. Jetzt ist er aber leer gegangen. Jetzt habe ich mal einen neuen mitgenommen. Und dann habe ich auch noch mitgenommen eine Milch. Habe ich euch ja gesagt, dass ich noch eine Milch brauche. Cornflakes habe ich auch noch mitgenommen. Die habe ich aber auch noch hier im Flur stehen, in dem Wäschekorb. Genau. Und dann habe ich euch ja auch schon gezeigt, habe ich hier alle Capri-Sonnen drin. Die werde ich gleich schön in den Kühlschrank packen. Ich habe die unten im Auto schon aus den paar Pappverpackungen rausgeholt, damit ich das die wieder runterschleppen muss und habe das dann direkt in den Pappcontainer geworfen. So, und das war's jetzt. Was gibt's heute zum Mittag? Das muss ich mir gleich noch überlegen. Ich habe auf meinem Handy so eine Liste, da können wir mal schauen. Weil ich ja immer montags plane, was ich zu essen mache, damit ich damit ich nicht so viel einkaufen gehe. Beziehungsweise nicht weiß, was ich koche. So, wir haben noch Käsespätzle, wir haben gefüllte Paprika noch übrig, wir haben Spinat mit Nudeln, wir haben geschnitzeltes und Reis, Entschuldigung, mit Königsbergklopse. Ich denke, ich mache heute gefüllte Paprika für mich und die kleine Maus, weil das Felix nicht isst. Und heute ist ja wieder so ein Tag, wo ich für mich allein kochen kann, weil Mittwoch und Sonntag muss ich für Felix mitkochen. Und meistens koche ich für ihn mit, damit er dann abends noch was isst. Aber er isst ja auf der Arbeit. Ich glaube, das wissen einige. Und deswegen mache ich Essen mit den abends immer Brot zusammen zu Hause. Oder wir machen uns mal einen Salat oder ein Ei oder so. Genau. Ich denke, ich werde heute gefüllte Paprika machen. Da habe ich nämlich auch noch Paprika da. Die muss auch unbedingt weg. Die habe ich Montag gekauft, weil die auch im Angebot war. Und da habe ich jetzt noch 2 Stück übrig. Die mache ich dann her. Für mich und die Lütte. Genau, die Kleine ist gerade draußen. Spielt mit meiner Schwester im Pool. Da werde ich jetzt auch wieder direkt hinhüpfen. Und dann, genau, die Kleine, da haben wir nämlich schon den Pool aufgebaut, damit die da schon spielen kann. Jetzt aber nochmal schnell hoch. Ich hole für die kleine Maus eine Sonnenmütze und dann werde ich die Kamera hier laden. Die lasse ich direkt hier oben, weil die Kamera leer ist. Und genau, jetzt hole ich aber noch schnell eine Sonnenmütze. Ich nehme einmal die hier mit, das ist unsere neue. Mit so Regenbogen, aber auch diese, je nachdem, welche sie dann möchte. Ich das mal so mit, genau. Dann werde ich die Kamera eben laden und euch dann nachher noch ein bisschen mitnehmen.
einem Akku gewechselt. Ich hatte doch noch einen vollen Akku da. Ich dachte, sie wären alle leer. Aber das ist egal. Jetzt geht es doch noch. Dann nehme ich euch doch mit runter in den Garten. Jetzt wollte ich aber eben kurz noch trotzdem den Akku laden. Damit der dann auch die ganze Zeit voll ist. Oh, jetzt habe ich hier keinen Stecker. Ach, muss ich unten machen. Unten habe ich einen Stecker. So, nehmen wir das direkt mit. Genau. Und dann die Sonnenmützen nicht vergessen. So. Ich habe übrigens alles zugemacht, damit das hier nicht nachher so warm wird. Also das hier muss ich auch noch mitnehmen. Genau. So. Heute Abend, wenn es wieder ein bisschen kühler ist, dann werde ich noch ein bisschen Haushalt machen. Aber jetzt die Zeit muss man einfach im Garten genießen. Deswegen werden wir jetzt hier runtergehen. So. Kamera lädt, beziehungsweise Akku lädt. Und wir haben jetzt hier ein Fenster drin, Leute, hinten. Das ist so schön. Auch seht ihr alles im Baublock. Schon mal jetzt noch kurz eine Capri-Sonne, eine schön kalte. Dann werde ich runtergehen. So. Gucken, was meine kleine Maus macht. Ist übrigens nicht alleine. Ist mit meiner Schwester da. Ich dass ihr denkt, ich bin allein. Ich habe jetzt gerade die Küche gemacht, alles frisch Einkauf weggeräumt und jetzt schaut es so aus hier. Und jetzt habe ich gerade Feudelwasser fertig gemacht und werde jetzt oben schnell ein bisschen wischen. Und ich war gerade noch eine Runde live auf Instagram. Oh, ich bin schon wieder voll aus der Puste, nur weil ich jetzt gerade ein bisschen hier Haushalt gemacht habe. Genau, aber sonst gleich noch den Tisch aufräumen und sonst habe ich das alles fertig. Und jetzt, wie gesagt, gehe ich einmal oben wischen. Die Kleine schläft gerade nämlich. Ich war draußen und dann habe ich direkt gemerkt, dass sie müde wird. Und dann habe ich sie direkt mit hochgenommen und habe sie direkt hingelegt. Sie ist auch direkt eingeschlafen. Die war so kaputt. Genau, und jetzt schläft sie schon ein bisschen. Und genau, ich werde jetzt eben kurz wischen. Ein bisschen leiser reden. Und dann, wenn die Kleine wach ist, dann werden wir nochmal eine Runde rausgehen. Es ist alles gewischt und aufgeräumt. Und jetzt war ich gerade am Zuschneiden von ein paar neuen genähten Sachen und da kommen die Kleinen angetrampelt hier. Nee, mein Schatz, bist du wieder erwacht? Bist du runter? Nein, die wollen nicht runter. Gleich, ja? Mein Schatz? Ja, wollen wir gleich runter? Ich wollte euch noch eben kurz meine neuen Stoffe zeigen. Unter anderem ist es nämlich dieser hier. Und ich liebe den. Ich verlinke euch den Shop, wo ich den her habe, einfach mal in der Infobox. Und mit Maggie 10 spart ihr auch noch 10%. Also falls da irgendjemand einkaufen möchte. Genau, ich liebe den. Ich zeige euch aber jetzt nochmal die anderen. Diesen Muslin zum Beispiel, da habe ich jetzt für die Kleine einen Body draus genäht. Die kann ich euch auch nochmal zeigen. Den habe ich jetzt schon komplett aufgebraucht. Aber den gibt es dort auch.
kommt den auch in mehreren Farben, also auch in Blau und so mit diesen Punkten. Aber ich fand das so schön in diesem Senfgelb. Deswegen habe ich hier so ein Body draus gemacht. Das Bündchen ist übrigens auch daher. Das bekommt ihr da auch alles. Genau, habe ich jetzt der Kleinen, wie gesagt, so ein Body draus gemacht. Hier hat Lia übrigens ihre Spielzeugkiste leer geräumt, nicht wundern. Aber der Rest der Stoffe, die habe ich gerade hier hingestellt in mein Stoffregal. Und zwar hier einmal, wie gesagt, nochmal die Regenbögen von eben gerade. Dann habe ich hier auch noch so richtig schöne Wale. Und das sieht so ein bisschen aus wie so eine Galaxie. Das ist mega schön, finde ich. Und dann habe ich hier auch noch so einen rosanen Musselin, einfach ganz normal rosa. Dann auch solche Regenbögen hier, die finde ich auch total schön. Die sind ein bisschen größer als die anderen. Dann nochmal... Oh, danke, Jimmy. Du hast ein Buch gebracht. Hier nochmal so Meerestiere. Finde ich auch so schön. Die sind alle so ein bisschen Aquarell. Richtig toll, finde ich das Design. Und dann hier noch so ein bisschen, ich glaube, es sind Weidenkränze. Finde ich ja auch total schön. Ich liebe ja sowas. Genau, das sind jetzt die 9. Genau, dann habe ich hier noch 2. Einmal mit so Safari. Okay, ich stoße mir nicht immer an. Und einmal die Regenbögen noch in Braun. Auch total schön. Genau, die beiden gibt es dort eben auch. Ich finde die Safari auch so schön. Da habe ich für Lia auch eine Hose draus gemacht. Ich zeige euch nochmal eben die Hose. Und zwar ist das diese hier. Die habe ich aus dem Safari-Stoff gemacht. Richtig schön. So ein bisschen Kordeln hier, so ein bisschen Fake-Kordeln. Genau, das Bündchen, wie gesagt, auch von da. Und die einen Regenbögen kann ich euch auch nochmal zeigen. Da habe ich für Mucki nämlich noch eine Hose draus gemacht. Genau, die ist ein bisschen faltig, weil die gewaschen wurden natürlich. Genau, so sehen die Regenbögen aus. Auch richtig schön. Und die anderen Regenbögen könnt ihr euch auch nochmal zeigen. Da habe ich nämlich hier auch noch eine Hose. Das sind nämlich die etwas größeren Regenbögen. Genau, sonst habe ich noch nichts genäht von den anderen Sachen. Aber diese 3 Sachen. Und ich finde diese Hose so cool, ey. Die Tierchen ist auch alles so aquarellmäßig. Finde ich auch mega schön. Und diese Hose ist auch der Hammer. Da habe ich auch noch ein passendes Halstuch zugemacht. Kleine schaut sich hier gerade ein Buch an. Und wir wollen jetzt aber wieder runter, ne? Zu Opa, vielleicht ist er schon da. Ein bisschen in den Pool gehen, mein Schatz. Ich denke in den Pool. Schau mal, das haben wir vom Kinderarzt bekommen, das Buch, ne? Ja. Ja, schau mal. Ein Schmetterling. Schön bunt, ne? Ja, das ist dein Malbuch, genau. Papa. Ja, schau, guck. Da musst du um deinen Stift suchen, da kannst du dir dann malen, ne? Mit Wasser. Ja, hier hat die Kleine gerade geschlafen. Schläft super fantastisch in ihrem Bett. Ich bin so begeistert. Macht die so gut. Und steht sogar alleine auf. Ohne zu meckern, ist einfach gerade ins Schlafzimmer gekommen. Ohne zu weinen. Nee, mein Schatz? Hier ist auch wieder ein bisschen Chaos ausgebrochen. Genau, zum Stoff verlege ich euch, wie gesagt, alles unten in der Infobox. Da werde ich jetzt die Tage nochmal gucken, dass ich da jetzt noch nähe. Dass ich alles jetzt zugeschnitten habe in der Zeit. War noch 2 Sachen für meinen Neffen. Genäht, das kann ich auch noch mal eben zeigen. Stell ich mal kurz hier hin. Einmal eine Hose. Aus einem richtig coolen Stoff. Das ist eine schöne Pumphose. Alles schon fürs nächste Jahr. Der ist ja jetzt erst 3 Wochen alt. Aber ich nähe gerne im Voraus, weil die Sachen jetzt, das ist jetzt zum Beispiel Größe 92, das können sie einfach viel länger tragen, die Kleinen. Das finde ich nur mal viel schöner bei den handgemachten Sachen. Weil, ja, da steckt so viel Arbeit drin und dann in den kleinen Größen tragen die das nur ein paar Tage und deswegen, genau, finde ich das sehr schön, wenn man ein bisschen größer näht. Jetzt hier auch nochmal ein Body aus demselben Stoff. Da habe ich jetzt einen halben Meter komplett für Pumphose und diesen Body hier gebraucht. Aber das fand ich auch total in Ordnung und da habe ich jetzt, wie gesagt, einen Langarm-Body fürs nächste Jahr. Ich denke, nächsten Herbst wird der da reinpassen. Ich finde den Stoff so süß, das passt total gut zu ihm. Und hier unten auch mit den Knöpfen.
Genau, hier muss ich noch die Fäden abschneiden, aber sonst ist der fertig und dann bringe ich den jetzt direkt mit, weil ich die ja jetzt die nächsten Tage wiedersehe. Und dann, genau, haben die wieder ein bisschen was. Eigentlich immer, wenn wir uns sehen, bringe ich denen was Genähtes mit. Aber das finde ich auch schön, wie sie sich denn immer freut und ich nähe so viel und so gerne. Und genau, das kann Lia gar nicht alles tragen, so viel wie ich nähe. Ich habe jetzt hier auch schon wieder so einen Riesenhaufen. Und hier ist auch noch eine Hose für die Kleine aus diesem Musselin. Und ich habe sogar hier jetzt einen Softshell-Stoff gekauft. Da mache ich der Kleinen jetzt ein Overall draus, so ein Softshell-Overall für den Herbst jetzt. Und für meinen Neffen habe ich auch einen zugeschnitten schon. Und zwar in diesem Stoff hier. Wieder Anker. Meine Schwester steht ja total auf Anker und da habe ich jetzt so einen Softshell-Anzug. Also mache ich jetzt auch für nächstes Jahr dann wieder. Also auch in 98 ist der sogar schon. Also für den nächsten Herbst so ungefähr. Habe ich gedacht, passt das ganz gut. Und hier habe ich jetzt, wie gesagt, gerade für die Kleinen aus den Regenbögen einmal eine Latzhose. Genau. Die mache ich jetzt auch noch fertig. Da muss ich jetzt noch hier, sag schon, da muss ich noch die Träger ausschneiden und das und den Beleg. Aber dann habe ich das auch schon. Und dann kann ich das auch zusammennähen. Oh mein Schatz, gibt es das hier? Das ist immer mal gerade zusammengelegt. Das muss ich noch wegräumen hier. Den Stoff. So, wollen wir runtergehen? Dass du gewacht bist, ja? So, ich muss noch bisschen leiser sein. Kleine Maus schläft endlich. Das war jetzt doch ganz schön, eine ganz schöne Tortur. Genau, 1,5 Stunden hat es ungefähr gedauert, bis sie sich wirklich komplett hingelegt hat. Sie war einfach noch so aufgedreht. Ich habe ihr vorhin ein Abendessen gemacht, das hat sie draußen gegessen. Und genau, danach habe ich sie direkt hingelegt. Und jetzt schläft sie endlich. Felix ist noch nicht da. Der arbeitet heute ein bisschen länger, weil die mit der Ernte zu tun haben. Und genau, das ist natürlich im Sommer. Ernte ist so, muss gemacht werden. Genau, ist auch jetzt schön angenehm. Ich habe jetzt auch gerade mal das Fenster auf hier gemacht, damit hier ein bisschen frische Luft reinkommt, weil es ja den ganzen Tag jetzt zu war. Und ich habe mich jetzt gerade schon gewaschen. Gesicht gewaschen, deswegen ist mein Gesicht auch so rot. Genau. Und dann werde ich jetzt die Zeit noch nutzen für mich selber. Felix ist noch nicht da. Und würde euch morgen direkt nochmal weiter mitnehmen. Dann filme ich das morgen auch noch, was wir morgen so machen, am Freitag. Und dann, genau, wünsche ich euch einfach einen ganz, ganz schönen Tag. Nee, kann ich euch nicht sagen. Bis morgen, meine Lieben.